Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Claudia, Claudi, Claudi, ist dir was Schreckliches passiert? Claudi! Der Stefan war's! Claudia, Claudia, der Stefan war's! Mein Name ist Claudia! Hallo. Was machst du da? Ja, hallo. Ich wurde irgendwie von der Wahnsinnigen damit draufgeschleppt. Wahnsinnig! Er nennt mich wahnsinnig! Dieser Charlotte auf meinem Schwiegersohn! Wahnsinnig nennt sie mich! Ja, jetzt kommst du ruhig, manchmal setzt dich mal hin. Das ist zu viel! Nicht am Boden, du musst wissen da unten. Aber das ist, lass mich, das ist gemütlich. Nein, komm, Mama, bitte, jetzt setz dich da her. Jetzt habe ich Mama gesagt, hast du gehört? Ja, komm, setz dich her. Das ist lieb von dir. Dieser Rücken von dem Schwiegersohn. Ich bin so erzürnt, Claudia. Ich bin so erzürnt. Ich hab die Scheidung schon eingereicht. Ich sag's dir. Dieser Rüpel, Stefan, das erzählst du jetzt selbst. Aber Gertrud, es ist ja gar nicht schlimm gewesen. Das ist, die Gertrud regt sich nur auf, weil ich ein bisschen mit der Lola ein bisschen geredet hab halt. Ein bisschen geredet? Du hast sie auf einen Kaffee eingeladen. Eiskalt. Wo ist jetzt das Stefan, Problem? Was ist mit dir und der Lola? Ja, ich habe sie auf einen freundschaftlichen Café eingeladen. Wo ist Stefan? Wo schläft denn da? Das war ja gar nicht. Ich habe dir nur so eine freundschaftliche Einladung auf einen Café. Du übertreibst ein bisschen. Die Hand habt ihr euch gereicht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ja? Ja, du glaubst nicht, dass du ein bisschen übertreibst. Ja, das glaube ich auch. Jetzt hört nicht auf diesen Charlatan. Er will euch nur. Will euch nur in die Irre führen. Ich sag's euch, der hat was Übles im Schilde! Ja, aber Gertrud, so schlimm wird schon nicht gewesen sein. Mach doch, was ihr wollt! Ich vertraue ihm nicht mehr, der darf mich nicht mehr unter die Augen kommen! Und ich verbiete den Umgang mit diesem Mann! Claudia! Hab so schon erlebt, Umgang mit seiner eigenen Tochter! Gertrud, warte! Ja, und Stefan, hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich meine, meine Mutter wird sich das ja nicht einbildet haben. Nein, das war ja nicht. Sie übertreibt alles. Sie macht aus einer Maus einen Elefanten, das ist alles. Ich würde mir letzte Zeit schon ein bisschen komisch vorkommen, das muss ich schon sagen. Aber ja. Nein, ich hab dir doch nur, es war nur so. Weil wir ja früher Arbeitskolleginnen waren, jetzt habe ich sie halt wieder mal getroffen, das hat mich halt gefreut. Ganz einfach, da ist nicht mehr und nicht weniger. Bist du sicher, dass du mich nicht liebst? Du weißt doch. Ich würde eher einen Pferdehaufen essen, als dich zu verlassen oder zu betrügen. Und dann ist es nur das Los und Herr Teil und ich sind der Fluss. Pferdehaufen, Tage sind quasi. Ja, Pferd ist sowas. Ich meine, Tomaten. Na. Inge, kommt bitte schnell. Herbert Maria Butsch, komm sofort vom Tisch, Obi. Ja, sag mal, was ist denn da los jetzt da? Schau dir mal, seid ihr von allen alten guten Geistern. Jetzt schau mal, Gertrud, sag du auch was ist denn da überhaupt los? Du, das ist schon ein Vulkan, du bist perplex. Weil sowas habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nie erlebt. Jetzt komm da schon fort, Obi. Herbert, ich schau's da. Du kannst froh sein, dass der Sessel da zwischen uns steht. Ich sag dir das, Herbert. Oh, und Herbert, zu dir will ich gar nicht kommen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist noch schlimmer, als was der Stefan der Claudia angetan hat. Ein Wahnsinn, sag ich dir. Alles klar. Was ist denn jetzt passiert? Schau mal, was ist dort und der Mann ist umgeflogen. Du wisst was. Das ist so oft der Fall. Der ist immer so sturzbetrunken wie am Freitag. Und ja, das ist nichts mehr Normales. Schon was Normales. Oh Gott, das bin ich trotzdem schön geschreckt. Ist jetzt alles zu viel. Ich muss jetzt einmal allein sein. Nein, Stefan, ich will jetzt mal ruhen. Ich muss jetzt in Ruhe nachdenken. Ja, weg ist sie. Die arme Claudia. Hast du es versaut? So in viel früher. Ja, Stefan, ich weiß nicht. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich gehe jetzt auch. Mir ist das jetzt auch schon zu viel. Ja, und ich? Du, Inge, ich schließe mich dir an. Ja, gehen wir nochmal ein bisschen Zaunrahmen drinnen. Ich glaube, ganz fertig sind wir eh noch nicht. Was? Ja, okay. Machen wir nochmal die Arbeit. Denn ich halte nicht mehr. Ich brauche ein bisschen Arbeit von dieser Ding. Dieser skrupellosen Gesellschaft. Ja, komm, gehen wir. Ja, Stefan,
Jetzt erzähl mal dem alten Vater, was da alles passiert ist. Ich will jedes Detail hören, weil ich, wie du weißt, bin nur das Herz aller Mädchen und Frauen. Und soll ich jetzt auch glauben? Ja, wenn du meine Tipps befolgst, erzähl mir mal alles. Also. Ja, da waren sie nur noch streit. Ja, eigentlich weiß ich gar nicht mal, was passiert ist hier. Egal, sag ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Und ihr könnt dich und gerne abonnieren und schnettisch in die Kommentare schreiben. Und in der Videobeschreibung sind alle Links zu Instagram und die ganzen Sachen.